Eierwürfe aus Wut. Der deutsche Reifenhersteller Continental will sein Werk im nordfranzösischen Clairoix schließen. 1120 Stellen sollen gestrichen werden. Hunderte Angestellte machen ihrem Ärger in Reims Luft. Bei einem Treffen von Betriebsrat und Firmenspitze. Uns geht es darum, dass das Werk nicht geschlossen wird. Wir werden alles tun, um sie zum Einlenken zu bringen. Doch für die Geschäftsführung ist die Werksschließung beschlossene Sache. Und auch die berufliche Zukunft der Beschäftigten steht nicht auf der Tagesordnung. Unser Spielraum ist rechtlich leider sehr eng. Wir können da erst einmal nicht eingreifen. Nach Gewerkschaftsangaben hat Continental 2008 in Frankreich 27 Millionen Euro Gewinn eingefahren. Die Belegschaft hatte dazu einer Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 37,5 auf 40 Stunden zugestimmt. Das heißt einfach mehr arbeiten, um schneller arbeitslos zu sein. Wir strengen uns an, aber die Früchte ernten wir leider nicht. Der Kampf um die Arbeitsplätze geht weiter, auch wenn die Continental-Beschäftigten ihren Streik vorerst aussetzen wollen. Die Schließung ihres Werkes ist für März 2010 angesetzt.